Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Alchimetalrock. Das hier ist ein Unboxing. Wir nehmen heute mit dem Smartphone auf, weil wir es so eilig haben. Und zwar befindet sich hier das Switch-Spiel von Zelda Link's Awakening, das Remake mit der außerordentlichen hübschen Grafik, das wir natürlich an unserem Montag oder Freitag oder vielleicht auch an beiden Tagen veröffentlichen werden auf YouTube an unserem Switch Day sozusagen. Wir haben ja am Beginn der Woche, ich brauche irgendwie was Scharfes, was Spitzes. Hast du irgendwas? Warte. Moment, hier dürfte irgendwo mein Messer rumliegen. Oder gib mir den Kugelschreiber, der ist auch gut. Der orangene bei Meterstab rechts. Oder den hier. Das geht auch. Dann öffnen wir mal die Hülle hier. Oh, schön. Schön gut entsorgt. Weg mit dem Unwichtigen und das Wichtige schön behalten. Okay, jetzt sieht man auch schön in dem Frame das Massaker da unten. Ja, das Kabelmassaker. Ja, hier haben wir es letzten Endes drin, das Spiel, wieder auf einer kleinen Disc. Mhm. Und auf der Rückseite steht, hilft dem heldenhaften Link von der Insel Kokolint zu entkommen. Ein gewaltiger Sturm lässt Link auf Kokolint Schiffbruch erleiden. Erkunde dunkle Höhlen, freunde dich mit merkwürdigen Inselbewohnern an, kämpfe gegen furchterregende Gegner und löse verzwickte Rätsel, um wieder nach Hause zu finden. Ja, bei Beginn des Projektes werden wir uns noch zu dritt der Herausforderung auf die Insel Kokoway stellen und in den weiteren Parts dann alleine, denn heute haben wir nämlich einen Special Guest da. Hallo. Ich habe schon Hallo gesagt, ja, hallo. Wie heißen Sie? Nicht Felix. Sondern? Felix. Schmidt. Ja, das ist ein Künstlername sozusagen. Ja, ach so, ja. Hier haben wir die Rückseite des Ganzen. Und ja, leider befindet sich hier keine Karte drin, wie schon gedacht, nur die kleine SD-Karte sozusagen für die Switch. Und ja, das ist es im Endeffekt, unser neues Projekt, was jetzt erst noch dieses Jahr neben Pokémon Let's Go Evoli läuft. Auf jeden Fall kommt es auf YouTube entweder, wie schon gesagt, Montag oder Freitag, anfangs auf jeden Fall an beiden Tagen raus. Jeweils um 18 Uhr eine Folge und in regelmäßigen Abständen werden wir da eben Live-Let's Play draus machen und das Ganze gleichzeitig auch noch auf Twitch spielen. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt und mit uns rätseln wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir freuen uns auf euren Besuch, aber jetzt bedanken wir uns fürs Video zuschauen. Und ja, das Ganze wird One Take, so richtig uncut, deswegen wollen wir nicht lang genug reden. Ciao, Metal out.